Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Video heute geht es darum, was Paprika nicht mögen. Welche Pflegefehler sollte man beim Anbau von Paprikapflanzen nicht machen? Schaut euch das Video am besten zum Schluss komplett einmal an, bis zum Schluss, damit ihr den einen oder anderen Pflegefehler nicht macht. Die meisten von euch werden mit Sicherheit nicht alle Fehler machen, aber vielleicht ein oder zwei. Und da kann es auch am Ende drauf ankommen. Deshalb schaut euch das Video an, damit ihr diese Pflegefehler nicht macht und der Paprika-Anbau bei euch prima klappt. Ja, bevor ich loslege mit dem Thema, was Paprikapflanzen nicht mögen, habe ich ein ganz kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele YouTube-Zuschauer mit meinen Videos, was mich wahnsinnig freut. Leider haben aber circa knapp 2-3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen oder weiterhelfen oder ihr auch Interesse am Thema Garten habt, da kommt nämlich einiges in nächster Zeit, dann abonniert gern jetzt unten kostenlos einmal meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Und ich freue mich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Genauso übrigens auch wie über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Ja, und los geht's, was Paprikapflanzen nicht mögen. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Beet, wo 3 Reihen mit Paprika sind, beziehungsweise auch Chili. Und was ist da wichtig? Erstmal, was sie nicht mögen, ist ein falscher Zeitpunkt. Das Timing ist nämlich das A und O beim Anbau von Paprika. Wer zu spät anfängt oder zu früh auspflanzt, der hat am Ende ein Problem. Fangen wir erstmal mit dem zu spät anfangen an. Paprika brauchen etwas länger, vor allem auch bis man ernten kann. Deshalb sollte man zeitig damit anfangen. Meine eigenen Erfahrungen sind, dass es am besten tatsächlich so Anfang Februar ist bis Mitte Februar. Da sollte man mit der Aussaat anfangen, wenn man sie selber vorziehen möchte, die jungen Pflanzen. Und dann kann man das zu Hause auf der Fensterbank machen. Da sollte es auch nicht zu kalt sein. Am besten so 22 bis 25 Grad. Da keimen dann die Paprikakerne ganz gut. Ja, und dann kommen wir aber zu dem nächsten Zeitpunkt, zu früh. Und das ist das Auspflanzen der selbst vorgezogenen Jungpflanzen oder vielleicht auch gekauften Pflanzen, je nachdem. Beide haben eins gemeinsam, sie mögen keinen Frost. Das heißt, ihr solltet sie nicht zu früh auspflanzen. Am besten nach den Eisheiligen, wenn die vorbei sind. Und dann aber auch immer noch mal einen Blick darauf werfen, ob vielleicht noch mal nachts Frost angesagt ist. Falls ja, sorgt irgendwie für ein Vlies oder eine Folie, wo ihr das abdecken könnt mit Schutz. Aber ganz wichtig, nicht zu früh auspflanzen. Also die Eisheiligen sollten auf jeden Fall schon vorüber sein, denn Paprika mögen keinen Frost. Also ganz wichtig, das Timing. Kommen wir zum nächsten Punkt, was die Paprika nicht mögen. Das ist zu dicht und zu eng. Ja, das ist in dem Fall nicht gut. Warum? Wenn ihr die Pflanzen zu eng pflanzt und zu dicht pflanzt, dann ist es einfach so, dass bei Regen oder auch wenn ihr die Paprika gießt, sie nicht richtig abtrocknen können. Sie konkurrieren auch untereinander um Wasser und Nährstoffe. Und je dichter sie gepflanzt sind, desto anfälliger werden sie dann auch für Schädlinge, Pilzerkrankungen. Und deshalb ganz wichtig, dass man den Abstand einhält. Ihr könnt das hier ganz gut bei mir im Beet sehen. Ich habe zwischen den Reihen 50 cm freigelassen, so 50 bis 60 cm sollten es sein. Ihr müsst es jetzt nicht mit einem Zollstock auf einen Zentimeter abmessen. Und auch in den Reihen, also zwischen der Pflanze von hier nach da, habe ich 50 bis 60 cm Abstand eingehalten. Wenn ihr es zu dicht pflanzt, dann mögen das die Paprika nicht, dann haben sie auch nicht genug Spielraum, um sich zu entwickeln und sind halt auch anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Bevor ich jetzt zum nächsten Punkt komme, was Paprikapflanzen nicht mögen, möchte ich euch hier nochmal einen Unterschied zeigen. Anfang Februar vorgezogen und hier war es Anfang März. Ja, es hat nicht alles gekeimt und dann habe ich nochmal nachgezogen. Aber hier könnt ihr deutlich mal den Unterschied erkennen, was einen Monat dann ausmachen kann. Ja, jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Das ist das falsche Gießen. Häufig wird zu viel gegossen oder zu wenig gegossen. Ja, in der Mitte liegt da wieder die Wahrheit. Wie kann man es richtig machen? Erstmal, indem man guckt, ob die Pflanze überhaupt Wasser braucht oder nicht. Und das macht man am besten, indem man jetzt hier einmal die Kratzprobe macht. Man kratzt mit dem Finger, ist das Erdreich noch feucht, dann muss nicht gegossen werden. Ja, wenn die Erde aber, wie in dem Fall jetzt hier, trocken ist, bis 1-2 cm tief, dann kann gegossen werden. Und jetzt auch wichtig, gießt nicht so über die Blätter komplett. Das ist für die Pflanze auch nicht gut. Gerade wer abends gießt, was man auch eigentlich nicht machen sollte, besser ist immer früh morgens, damit die Pflanze dann auch über den Tag mit Wasser versorgt wird, denn nachts nehmen sie gar nicht so viel auf. Aber die Blätter können dann nicht abtrocknen. Auch hier können sich Pilzerkrankungen bilden. Gießt immer schön in dem Bereich um die Pflanze. Ihr könnt auch sehen, bei mir fließt das Wasser gar nicht weg, weil ich so eine kleine Mulde gemacht habe, wo das Wasser reinlaufen kann. Und kontrolliert das regelmäßig und ist es erdreich,
angetrocknet, dann müsst ihr gießen. Ansonsten nicht. Wer zu viel gießt, ja, dann gibt es irgendwann schnell gelbe Blätter. Die Wurzeln faulen euch weg und die Paprika wird keine Ernte abschmeißen. Deshalb richtiges Gießen, das ist ganz wichtig. Wenn man es falsch macht, da reagieren Paprikapflanzen empfindlich drauf. Kommen wir zum nächsten Punkt, was Paprikapflanzen nicht mögen. Das ist eine fehlende oder falsche Nährstoffversorgung. Das heißt, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Paprika sind Starkzehrer, das heißt, sie brauchen Nährstoffe, sie müssen gedüngt werden. Am besten macht man das schon beim Auspflanzen, indem man das Beet gut vorbereitet, ordentlich Kompost mit reingibt und auch im Pflanzloch vielleicht schon ein bisschen Kompost mit reinlegt. So haben wir erstmal einen guten Starterdünger und danach sollte man alle 10 bis 14 Tage die Paprika auch regelmäßig düngen. Nicht mehr, eine Überdüngung ist auch nicht gut, dann können euch die Pflanzen auch kaputt gehen. Ihr könnt zum Beispiel auch selbstgemachten Dünger verwenden, Kompostwasser. Schaut euch mal das Video hier oben an, was ich verlinke. Da zeige ich euch, wie man Kompostwasser selber herstellt. Ein sehr guter Dünger. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Brennnesseljauche nehmen, wenn ihr kein Kompostwasser nehmen wollt. Das zeige ich euch in dem Video, wie man das herstellt. Schaut es euch mal an. Und wer beides nicht machen möchte, kann natürlich auch am besten einen biologischen, organischen Dünger kaufen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt hier in dem Video, was Paprika nicht mögen. Das ist ein zu windiger und zu dunkler Standort. Das heißt, pflanzt sie nicht in den Schatten. Paprika brauchen wirklich viel Sonne, um richtig wachsen zu können. Sie brauchen einen warmen, sonnigen und vor allem windgeschützten Standort. Das heißt, da wo Zugluft ist oder wo es richtig windig ist, das mögen sie auch nicht. Das solltet ihr dann als Standort vermeiden. Ja, es kann ja trotzdem auch mal so windig werden im Garten. Da kann es mitunter Sinn machen, dass man hier so eine kleine Ranghilfe oder einen kleinen Stab nimmt, wo man die Paprika anbinden kann, damit sie nicht abknicken. Das solltet ihr vielleicht auch machen. Aber wichtig auf jeden Fall, was sie nicht mögen, ist schattiger Standort und ein sehr windiger Standort. Deshalb achtet darauf, dass ihr einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort bei euren Paprikapflanzen auswählt. Ja, das waren so die häufigsten Fehler, die man machen kann beim Anbau von Paprika. Das mögen Paprikapflanzen nicht. Wenn ihr die Fehler unterlasst, dann sollte es auch auf jeden Fall mit dem Anbau und mit der Ernte von Paprika klappen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen, vor allem aber auch weitergeholfen hat. Wenn ja, dann freue ich mich hier über einen Daumen nach oben. Abonniert gern hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist, wie gesagt, für euch kostenlos. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann.